Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Diossen-Kanal. Ja, im letzten Video haben wir uns ja um die Öffnungsanimation des der Geheimtür gekümmert. Und ich würde sagen, in diesem Video kümmern wir uns um die restlichen Animationen. Allerdings würde ich die Animation gerne einmal starten, um euch zu zeigen, wie das bis jetzt so aussieht. Ich habe es selber noch nicht gesehen, denn ich nehme die Folge gerade direkt im Anschluss von einer anderen Folge auf. Deswegen würde ich sagen, wir gucken uns die Folge einmal zusammen an und dann die Szene mit euch gucken wir uns einmal zusammen an. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir legen los. So, die Szene beginnt hier vorne. Dann gucken wir einmal, ob wir alles verbunden haben bis dahin. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, soweit so gut, ist alles okay. Okay, wir brauchen allerdings noch, da seht ihr es, wir brauchen noch einen Command, der diese Typen da löscht. Das heißt, wir machen einmal so und machen slash kill at i wie war denn der Tag nochmal? Tag gleich Wurzelkino unterstrich F1 unterstrich DO war das, glaube. So. Gucken wir mal einmal, ob das stimmt soweit. Nein, stimmt nicht. Okay, wie waren die Tags? Habe ich denen überhaupt Tags gegeben? Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Habe ich denen Tags gegeben? Die müssten eigentlich einen Tag haben. Oder habe ich das falsch eingegeben hier unten? RK, F1, DO. Ne, müsste eigentlich richtig sein. Ah, ich glaube, ich habe es vergessen, den Tag zu geben. Verdammt, nein, das wäre jetzt schlimm. Das wäre jetzt echt fatal. RK, F1, DO. Ja, war richtig. Dann habe ich echt vergessen, den Armor-Stinson-Tag zu geben. Das ist schlimm. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, okay, komm. Wir laden trotzdem erstmal die Szene und gucken uns das Ganze einmal an. Darum kümmern wir uns dann irgendwann mal. Kümmere ich mich darum mal irgendwann. So. Na los, anscheinend sind wir aufgeflogen. Sie suchen uns bereits. Schnell, beeilt euch. Halt, warte. Was ist, wenn sie uns entdecken? Ach, solange wir uns beeilen, wird schon nichts passieren. Na los, komm. Moment, was ist denn das? Guck mal hier, was ich gefunden habe. Okay, das öffnet sich ein bisschen schnell, als der Sound ist, aber ansonsten sieht das auch eigentlich schon mal recht gut aus, würde ich sagen, oder? Gut, ich ändere einfach den Sound, ich habe keinen Bock, da jetzt jeden einzelnen Command-Block zu ändern. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen hier weiter raus. Und machen dann einmal so. Und gucken jetzt einmal, wie wir die Animation von den Villager weitermachen. Die sollen sich auf jeden Fall zu der Tür umdrehen. Wie machen wir das denn jetzt am besten? So, einmal ganz kurz nach oben gucken. Ich glaube, da setze ich dann einen Repeater für beide wieder hin. Ja, ich glaube, ich setze hier einfach wieder einen Repeater für die beiden hin, dass die sich danach umdrehen können. Denn ich sehe hier noch keinen Repeater, der nach dort guckt. Also nach... welche Richtung ist denn das? Süden. Also können wir es auf jeden Fall machen. So, okay. Dann schnappen wir uns wieder einen Repeater. Machen einmal so. Da der Komparator ist, denke ich auch mal, dass der hier drauf reagieren wird. Und da hier der Verstärker ist, denke ich auch mal, dass der hier reagieren wird. So, okay, soweit so gut. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch gucken, dass wir es hinkriegen. Aber es ist ja eigentlich das kleinste Problem. So. Dann einmal Süden. Wo haben wir denn Süden? Das ist Süden. Das ist für ME2.
Ja, okay, aber müsste ja eigentlich beides dasselbe sein. So. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass hier doch schon Repeater North. Komparator Norden. Nee, dann ist alles gut. Dann haben wir die wirklich noch nicht drin. Das heißt, wir kopieren uns einmal den hier. Machen dann einmal so. Machen dann einmal das hier weg. Und ändern das hier zu einem Repeater. Repeater. Da haben wir ihn. Und ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Okay, gut. Dann kopieren wir uns einmal den. Hängen den auch hier dran. Allerdings müssen wir dann hier einmal den Tag ändern. Von Mensch 2 auf Mensch 1. So. Soweit, so gut. Da müsste jetzt eigentlich alles stimmen. Die müssten sich bereits auch umgedreht haben. Ja, perfekt. Super. Gut. Und die Command-Blöcke, die das Ganze dann machen, die stellen wir dann dahin, wo wir gerade die Verstärker hingestellt haben. Eben, unten. So, das wäre dann einmal 35, 75, 180. 35, 75 und minus 180. Und einmal 34, 75, minus 172. So, gut, soweit so gut. Dann gehen wir jetzt einmal wieder nach unten. So, das können wir verbinden. Und dann schnappen wir uns einmal den hier und den hier. Packen den dann einmal hier hin. Obwohl, wir brauchen eigentlich einfach nur einen. Ach komm. So. Slash. So. Set. Setblock. Dann einmal hier auf diesen Koordinaten. Repeater. Facing. Nach. Was hatten wir jetzt gesagt? Süden, oder? Ja, Süden haben wir gesagt. So. Dann müsste das eigentlich soweit passen. So, kopieren wir uns einmal den. Machen hier oben nochmal Setblock. Auf diesen Koordinaten diesmal Repeater und dann Facing nach Süden wieder. So, gut. Alles drin. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie das bis jetzt so aussieht, ob das alles so weit passt, wie wir es haben wollen. Und ich kill mal eben hier um die Armor Stance, bevor es hier zu unnötigen Lags führt. So. Slash kill at E distance 5. Nee, nicht 5, 3. 26 Objekte? Waren das so viele? Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst, dass wir auch andere Sachen noch deleted haben. Aber das sieht nicht danach aus. 26 Objekte. Warum denn 26 Objekte? Ja, okay, der da lebt noch. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen. So, 2. So. Ich hätte auch einfach Typ gleich Armor Stand machen können und dann Distance, dann wäre ich nicht gestorben. Aber Hauptsache die sind weg. Okay, gut. Dann killen wir den letzten hier noch einmal und gucken uns das Ganze dann nochmal an. So. So und so. Na los, anscheinend sind wir aufgeflogen. Sie suchen uns bereits. Schnell, beeilt euch. Halt, warte. Was ist, wenn sie uns entdecken? Ach, solange wir uns beeilen, wird schon nichts passieren. Na los, komm.
Moment, was ist denn das? Guck mal hier, was ich gefunden habe. Ja, okay, den Sound muss ich noch überarbeiten, aber das ist ja eigentlich gar kein Problem. Und ansonsten passt das soweit eigentlich alles. Gut, dann müssen wir hier noch ein bisschen weiter rausgehen. Ja, haben wir soweit eigentlich alles? So, wir nehmen noch ein bisschen mehr. Gut. Hierhin kommt dann der nächste Voice. Also der nächste Playsound, meine ich. So und so. Den habe ich allerdings noch nicht vorbereitet, deswegen können wir den noch nicht einbauen. Danach wollen wir dann gerne einmal, dass die Villager durch diese Tür gehen. Und ansonsten hätten wir es dann mit der vierten Szene, oder? Kurz überlegen. Ja, dann müssten wir es eigentlich mit der vierten Szene haben. Okay. Ach ja, und dann nur noch schließen. Aber das ist ja eigentlich das kleinste Problem. Mir fällt gerade auf, dass wir dann diese ganzen Command-Blöcke... Nee, Moment, gar nicht wahr. Wir brauchen nicht alle Command-Blöcke, wir brauchen nur die Command-Blöcke, die Öfen setzen. Das heißt, wir brauchen nicht alle. Okay, dann bin ich beruhigt. So, das heißt, hier kommen die Command-Blöcke hin, die Villager durch die Tür gehen lassen. Dann kommt danach der Schließmechanismus der Tür. Und danach startet dann die Szene 5. Ja, okay, gut. Dann will ich allerdings auch sagen, was das für mit diesem Video wieder. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es wieder ein kurzes Video war. Aber wie gesagt, ich muss ein bisschen fortproduzieren und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bis dahin und ciao. So Leute, das war's jetzt hier vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ja, hier kommt ihr jetzt zum letzten Video und hier kommt ihr zu einem Video, was für euch abgestimmt ist. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, ciao.